Wikita hier. So, heute habe ich für dich einen Lick, der ja schon von Hendrix gespielt wurde, live von Stevie Ray Vaughan hat. Der hat ihn in Cold Shot verwendet. Und der wird dich fordern. Er wird vielleicht ein bisschen länger dauern, bis du ihn in deine Stilistik und in deine Solos einbauen kannst. Aber es ist absolut wert, dich damit zu beschäftigen. Er ist super flashy. Er ist ein Kopfdreher. Wenn du den spielst, dann gucken die Leute, was du da treibst. Und für den besten Sound nehme ich den vorderen Pickup. Ich verwende hier einen Fender Amp. Ein Model, das Blackface in meinem DT25 von Line 6 und unten in meinem Pod HD500 schalte ich dann zudem noch einen Tube Screamer hinzu. So, nun zum Lick. Einmal für dich langsam gespielt. Nochmal. Und einmal auf Tempo. So, wir sind in der A-Moll-Pentatonik. Mal wieder. Wobei der Akkord, der liedtechnisch hier drüber liegt, ist eine A7. Wenn ich den einloope, indem ich ihn einfach so spiele jetzt, ich loop ihn mal kurz für dich ein. Und dann klingt das Ganze schon ziemlich, ziemlich cool. Okay, also, was mache ich hier? Ich ziehe auf der G-Seite im siebten Bund einen Ganzton hoch und spiele dann 5-5 auf der H- und auf der E-Seite. Und dann klassisch wieder ein Pull-off von 8 auf 5. Und dann kommt was ganz Interessantes. So hier zusätzlich fügt Hendrix die Note H hinzu und macht dann einen Trill. Also du spielst im siebten Bund das H und dann trillst du schnell 5, 7, 5. Ein kurzer Triller hier. Okay, dann folgt die 8 auf der H-Seite, vollgezogen. So der erste Takt des Licks, langsam gespielt, geht so. Und dann kommt der zweite Takt und der beginnt einfach wunderschön mit einem halben Tonband im achten Bund. 8 hoch auf 9, 5, 8, dann wieder die 7, wie zu Beginn auf der G-Seite, Viertelton. 7, 5, 5, dann nochmal ein Halbton. 7 Pull-off, 7 auf der D-Seite und hier G und H im fünften Bund. Ein Slide, den du dann am Ende abdämpfst hier. So, nochmal der Lick langsam am Stück. So, auch hier, du kannst den Lick natürlich
wieder in E oder in D spielen. Einfach in anderen Lagen der Pentatonik das ausprobieren. Und ich glaube, es ist einer der coolsten und schönsten Licks von Jimi Hendrix und natürlich Steve Ray Vaughan, der das völlig, völlig geil und toll gespielt hat. So, Teile dieses Licks solltest du in deine Solos einbauen. Und diesen Teil zum Beispiel, den habe ich auch schon bei Albert King gehört. Eigentlich bei allen, auch bei Buddy Guy, bei all den großen Blues-Heroes. Beginn des zweiten Taktes. So, diese Art zu spielen erfordert natürlich ein bisschen dickere Saiten, eine höhere Saitenlage und dann wird hier schon ziemlich energisch gespielt. Also nicht mit Filigran und viel Sustain, sondern du hast diesen klassischen Blues-Sound mit wenig Verzerrung, den du dann hier durchfeuern kannst. So, nochmal der Lick für dich. Okay. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Jimi Hendrix Steve Ray Vaughan Lick. Wende Teile des Licks an, integriere den Lick, lerne ihn, spiele ihn langsam. Ich werde dir die Tabs natürlich einblenden und integriere das in dein Spiel. Es ist einer der coolsten Gitarrenlicks aller Zeiten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war VIP Guitar. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye.